große Trauer in der Musikwelt. Die Fans müssen Abschied von Sänger Ranking Rouge nehmen. Wie und andere The Guardian berichtet, starb er im Alter von 56 Jahren. Ranking Rouge war schwer krank. Er kämpfte und kämpfte und kämpfte. Leider ist Rouge vor wenigen Stunden von uns gegangen. Er starb friedlich und im Kreise seiner Familie, schreibt die Band des Musikers, The Beat, traurig auf ihrer Website. Ranking Rouge, der eigentlich Rouge Chalery heißt, war schwer krank. Im August 2018 erlitt er einen Schlaganfall. Doch was dann kam, hat keiner kommen sehen. Rouge bekam eine Schockdiagnose. Er litt nicht nur an Lungenkrebs, sondern hatte auch einen Hirntumor. Nun ist er tot. Ranking Rouge, 80er Jahre Ikone. Für viele Fans ist der Tod von Ranking Rouge ein Schock. Seit über 30 Jahren war der Musiker im Showgeschäft. In den 80ern schaffte er mit der Band The Beat seinen Durchbruch. Bis zuletzt stand die Band noch gemeinsam auf der Bühne. Große Trauer in der Musikwelt. Die Fans müssen Abschied von Sänger Ranking Rouge nehmen. Wie und andere The Guardian berichtet, starb er im Alter von 56 Jahren. Ranking Rouge war schwer krank. Er kämpfte und kämpfte und kämpfte. Leider ist Rouge vor wenigen Stunden von uns gegangen. Er starb friedlich und im Kreise seiner Familie, schreibt die Band des Musikers, The Beat, traurig auf ihrer Website. Ranking Rouge, der eigentlich Rouge Chalery heißt, war schwer krank. Im August 2018 erlitt er einen Schlaganfall. Doch was dann kam, hat keiner kommen sehen. Rouge bekam eine Schockdiagnose. Er litt nicht nur an Lungenkrebs, sondern hatte auch einen Hirntumor. Nun ist er tot. Ranking Rouge, 80er Jahre Ikone. Für viele Fans ist der Tod von Ranking Rouge ein Schock. Seit über 30 Jahren war der Musiker im Showgeschäft. In den 80ern schaffte er mit der Band The Beat seinen Durchbruch. Bis zuletzt stand die Band noch gemeinsam auf der Bühne. Große Trauer in der Musikwelt. Die Fans müssen Abschied von Sänger Ranking Rouge nehmen. Wie und andere The Guardian berichtet, starb er im Alter von 56 Jahren. Ranking Rouge war schwer krank. Er kämpfte und kämpfte und kämpfte. Leider ist Rouge vor wenigen Stunden von uns gegangen. Er starb friedlich und im Kreise seiner Familie, schreibt die Band des Musikers, The Beat, traurig auf ihrer Website. Ranking Rouge, der eigentlich Rouge Chalery heißt, war schwer krank. Im August 2018 erlitt er einen Schlaganfall. Doch was dann kam,
hat keiner kommen sehen. Roger bekam eine Schockdiagnose, er litt nicht nur an Lungenkrebs, sondern hatte auch einen Hirntumor. Nun ist er tot. Ranking Roger, 80er Jahre Ikone. Für viele Fans ist der Tod von Ranking Roger ein Schock. Seit über 30 Jahren war der Musiker im Showgeschäft. In den 80ern schaffte er mit der Band The Beat seinen Durchbruch.